Wobei es wäre auch ein bisschen doof, wenn hier irgendwie, keine Ahnung, Batterien oder andere elektronische Sachen unterwegs wären. Ich meine, hier schließlich Wasser, die sind nicht lebensmüde. Ja, so eine Batterie kann schon jemanden nicht umbringen, aber wäre trotzdem gefährlich. Warte mal, hier war ich noch nicht, ne? Oder? War das hier? Und hier ist wahrscheinlich einfach nur ein fucking Raum, wo nichts ist. Deswegen bin ich jetzt nochmal hier rein. Ah, Schrotflintenaufsatz. Naja, at least that. Und hier nochmal eine E-Mail, glaube ich. Was steht, oh Gott, was steht da? Last Will and Testament of Edward Pufton. I have the following living child, Virginia Pufton. Alter, seht ihr die Summe da unten? Was ist das? Das ist... 578 Milliarden... 534 Millionen... 827.095 Dollar zu Virginia Pufton. Okay. Hey. Why not? Why not? Nur ein kleines Erbe, Freunde. Das ist ja nur ein kleines Erbe. Ja, tatsächlich. Dann habe ich jetzt... Bin ich echt nochmal zurückgegangen wegen dem kleinen Shit. Aber hey, haben es besser als brauchen. Ja, also bitte beruhigen Sie sich. Okay. Geht nicht. Es geht nicht. Geht nicht. Hier komme ich auch nicht weiter. Das heißt... Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, da rauszukommen. Entweder durch den... Ich glaube, wir nehmen wieder den Weg, oder? Ich glaube, wir nehmen wieder den Weg. Das Katana müsste da auch noch liegen. Muss kurz gucken, dass ich nicht schon habe. Ich scheine nicht ganz so sehr darauf zu achten, was ich so loote. That's the problem. Bist du dir sicher, dass die Katana noch da unten liegt? Oder generell eine Katana da unten liegt? Eigentlich schon. Nicht, dass ich jetzt hier suche und suche und suche und suche. Would be bad. Meine, wo sollte auch die Katana sein? Das Katana. Ja, von mir ist auch das Katana. Von mir aus. Das, wobei, ich glaube, hier ging es dann wieder. Oh, hier ging es dann da rein. Das Katana-Schwert, die Katana-Klinge. Kann man sich jetzt aussuchen. Kann man sich jetzt aussuchen, Freunde. Aber wo sollte hier eine Katana rumfliegen? Oder meinst du generell Untergrund? Untergrund muss aber nicht dieser Untergrund hier sein. So, hier hatte ich ja... Hier war ja die Kettensäge, richtig? Hier war ja die Kettensäge. If I'm not totally mistaken. Ein bisschen Energy Drink. Ja komm, hauen wir mal. Hauen wir kurz rein. Und Bobby, auch dir wunderschön. Guten, guten Tag. Schön, dass du auch da bist. Ich hoffe, auch du hast bisher einen schönen Sonntag. Nein, wie geht's dir? Schön, dass du auch da bist. Also nicht, dass ich dir nicht wünschen würde, du hast schon Sonntag, sondern mit dem Akzent. Ja, that's it. So, da geht's dann raus. Dann gehen wir nochmal zurück. Gehen wir jetzt nochmal zurück. Schauen nochmal, ob wir nicht noch was Schönes finden. Katana. Wobei, soll die Katana nochmal härter und stärker sein als die Axt? Weil ich, die ist jetzt eigentlich schon Max. Die ist ja eigentlich schon so richtig krass unterwegs. Oder? Was glaubt ihr? Ist sie ja nochmal stärker oder ist es einfach nur, Gaung ist ein bisschen schwächer, aber dafür ein bisschen schneller und wieso? Dass ich hier jetzt auch nicht wegpacken kann, ne? Ich meine, das ist jetzt nicht so, dass es das jetzt so unendlich schwere Regale wären, die man einfach nicht wegbekommen könnte. Nein, unser Protagonist ist einfach nur zu faul.
That's basically it. Katana Ständer, yes, something. Maybe like that. Mal hinten ging es nicht noch weiter, ne? Auch zugestellt. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich nochmal irgendwo in anderem Untergrund ist. Gehe ich stark von aus. Weil wir haben jetzt hier schon einiges gefunden. Wie zum Beispiel die Kettensäge. Bin ich davon aus, dass hier jetzt auch noch Katana rumliegt. Weil es gibt ja noch ein, zwei Höhlen. Oder eine zumindest nochmal, die wir noch besuchen können. Also die Klinge ist in einem Bunker im Osten. Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich bin. I don't know where I am. Genau. Was ist das für eine lahmarschige Musik? Da pennt man dabei ein. I guess. Hier, wir gehen mal raus. Ah, trinken. Klingt nach einem Plan. Klingt nach einem Plan. Kaffee ist alle. Ah, finito mit Kaffee. It happens. Ha, erwischt. Sehr gut. Sehr gut. Nee, es freut mich ja, dass ihr so an meinem leiblichen Wohl, dass es euch daran gelegen ist. Ja? Das freut mir. Ihr könnt ja auch alle gerne immer mittrinken, wenn ich trinke. Ja, kann ja nicht verkehrt sein. Wenn ihr suppelt gerade wirklich Wodka oder so ein Shit. Dann könnte es doof kommen. Aber warum hat man hier so eine Abzweigung? Warum hat man hier einmal, dass es hier wieder zurückgeht? Das, ich meine, gut, kann man einfach aus verwirrungstechnischer Zwecke machen. Aber keine Ahnung, ob das jetzt hier so... Ich glaube, das ist einfach wirklich nur Deko, so eine Art. Also offensichtlich da irgendwo die Katana. Einfach nur nicht gesehen. Einfach nur nicht gesehen. Passiert. So, hier haben wir gleich wieder den Point of No Return. Und zwar genau... hier. There you go. Und hier kommen wir wieder raus. Let's squeeze through it. Ich habe Metamix, siehst du, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, wir sind wieder frei. Freiheit. Aber, oh Gott, jetzt muss ich mal gucken. Also in der Theorie müsst ihr jetzt doch noch mal einmal komplett drüber wandern. Denn wir hatten ja auf der anderen Seite von dem Berg, als wir anfänglich vom Stream da hinten rumgewandert sind und gedacht haben so, ey Mensch, wir finden hier absolut gar nichts. Da haben wir ja da oben nochmal irgendwie so eine Doppeltür gesehen, wo wir ja auch einen Dingens brauchten. Ja, sag mal schnell, so eine Karte. Und ich gehe davon aus, dadurch, dass ja jetzt der Pufton, der Edward Pufton, also sprich der Oberreicher Macker, der jetzt hier alles besitzt oder, ne, der hier alles ein bisschen Auftrag gegeben hat, als seiner Tochter, die er jetzt hier dreibeinig umherdackelt, vererben möchte, gehe ich davon aus, dass sie quasi auch überall Zugriff hat mit ihrer Karte. Und die haben wir ja schon. Wir haben hier ihre Karte. Na, dementsprechend gehe ich davon aus, wir kommen auch da drüben rein. Was glaubt ihr? Yay or nay? Ich gehe davon aus, sollte passen. Aber wie viel habe ich eigentlich noch an Munition? 9? Ne, ist Betäubung. Blinden. Gut, cool, ja. Sollte aber noch ein bisschen passen. Sollte noch ein bisschen passen. Ja, schauen wir mal, ob wir da drüben reinkommen. Ansonsten stehen wir gleich wieder auf der anderen Seite von der Insel und können gar nichts machen. Aber zumindest haben wir jetzt die Schaufel und Co. Also von daher können wir einfach ein bisschen rumsuchen, ein bisschen schaufeln. Ein bisschen graben, meine ich natürlich. Bescheid. Wisst ihr einfach mal Bescheid. Aber hier müsste noch irgendwo ein Zelt von mir rumdackeln, ne? Somewhere over the rainbow. Irgendwie so. Muss dringend wieder was futtern. Ey, wir haben so viel dabei, ne? Ich bin heftig sparsam die ganze Zeit. Jetzt mal ein paar Crunchy Crunchs. Oder wie auch immer die heißen. Crunchy Wonchies. Essen.
Sehr gut. Ach, true, hier waren wir auch nochmal. Kohle. Sehr schön. Ja, können wir im Prinzip einmal direkt über den Berg gehen. Dann müssten wir noch eigentlich schon fast da sein, oder? Fahren wir einfach mal hier den Fluss. Sollte passen. Jetzt sollte... Alter! Yo! What the fuck? Bist du Terminator oder was? Läuft! Alter, what the fuck is wrong with them? Atmen vor allem noch, bis sehen, wie es noch rauf und runter geht. Es ist auf Speed, ja, auf Speed und... Danke für dein Essen. Kurz mal Dominanz zeigen. Dominanz! Hier, schau's dir an. Sag Bescheid. So zeigt man Dominanz. Oh boy, Freunde, oh boy. Also wer von euch denkt sich gerade so, Alter, was macht der denn für abgefuckte Scheiße? Wer von euch denkt sich das gerade? Bambi 2, Rache der T34 Res? Ja, was? Ich? Sehr schön. Dann wäre meine zweite Frage, wie gut schmeckt dein Arm? Kleiner Spaß, beruhigen Sie sich. Es war nur ein Spaß. Da wie steil ich hier laufen kann, ne? Das ist schon ziemlich krass. Wobei kann ich es nicht. Moment. Können wir es nicht richtig krass machen? Ne, so weit geht's glaube ich nicht, oder? Fall doch nicht runter, Junge! Es macht halt Spaß, ja, Freunde. Ich sag euch, wie es ist. Ich fühle mich gerade wie so ein etwas verkrümmelter Spider-Man. Warte mal, laufe ich eigentlich gerade noch richtig? Warte mal, ich muss darüber irgendwie. Hä? Da. Let's go! Hallo? Hallo? Grüße! Ja! Zu tief. Oh Gott, that's what she said. Hallo? Dankeschön. Da ist ein wenig Berg im Weg. Ach Quatsch, ich bitte dich. Ein bisschen Berg im Weg. Hallo? Oh boy. Ja, guck mal. Kann man ein bisschen Abkürzung nehmen. Das läuft. Da rutscht man einfach drüber, ist klar. Ja, hallo? Ein bisschen Belief, ja. Belief, Freunde. Dauert ein bisschen, aber es ist halt einfach der direkte Weg. What can I say? Das wird übelst weit gehen, aber es geht gar nicht mehr so weit. Naja. Ja, und sonst so, Freunde? Oh Gott, sagen wollte ich jetzt...
ich möchte, ganz im Ernst, mich würde das echt gerade interessieren, wie so steil nach oben laufen jetzt gerade in Third Person aussehen würde. Wenn er jetzt ausrutscht und runterfällt, lache ich. Bitte beruhigen Sie sich. Bitte beruhigen Sie sich. Ich kann da oben gar nicht hinschießen, ne? Ja, Freunde. Bezüglich zu tief, yeah. Guck mal. Ich bin doch ein richtiger Akrobat, bin ich. Richtiger Akrobat. Darf halt bloß keinem sagen, dass ich auch noch runter muss. Man darf bloß keinem sagen, dass ich auch wieder runter muss. Oh, weh. Oh, wow. Wobei ich muss... Ne, war jetzt die... Ich glaube, es war auch so ein Ding ins Punkt. Das heißt, wir müssen da oben die eh nochmal abklappern. Nützt nichts. Da die Höhle war, glaube ich, nur so eine Höhle zum noch nicht mal durchsqueezen. If you do understand what I mean. Ein Beweis wäre nicht schlecht. Bitte beruhigen Sie sich. Ich bin doch jetzt hier oben. I'm the king of the world. I'm the king of the motherfucking world. Sieht schon krass aus, oder? Hier oben kann man eine Base bauen. Hier oben kommt bestimmt kein Kannibale hin. I'm sure of it. Or at least I hope so. At least. Kann ich euch gleich mal einen Trick zeigen, den ich auch bei TikTok gesehen habe. Mal gucken, ob der überhaupt funktioniert. Ich hoffe sehr, ansonsten muss ich gleich weinen. Jetzt ist es lustig. Durchaus. Durchaus. Aber wenn der Trick, den ich gesehen habe, funktioniert, dann brauchen wir keinen Schnitt. Attenzione, attenzione für die große Sensazione. Muss mich nur kurz einmal richtig ausrichten. Na, wobei. Mal gucken. Mal gucken, ob das jetzt hier springen und fallen. Yeah. Du hast Taschentücher. Du hast aber die Taschentücher als Schlitten. Das passt schon. Achso, du meinst mit dem Wein. Ja, das stimmt. So, wenn ich jetzt hier quasi runter mache und dann gleichzeitig mein Buch aufmache, dann müsste der übel schnell unten sein. Oder? No? Jetzt. Oh, hä? Das haben sie gefixt oder was? Da will ich gerade mal so einen scheiß Spaß ausprobieren, dann haben sie es schon gefixt. Ach, come on, fuck the fuck off. Oh, jetzt muss ich doch wieder laufen. Naja, Freunde, stell dir vor, dass ich jetzt so übel schnell runtergemacht wäre. Ja, so in Lichtgeschwindigkeit. Das wäre lustig gewesen. Aber nein. Glaubst du wieder mir von... Bitte beruhigen Sie sich. Ich habe auch durchaus mal 2% der Sachen, die ich bei TikTok gesehen habe, die auch funktioniert haben. The fuck? Das hat echt nicht funktioniert. Ich hasse euch! Wobei, ich hasse euch nicht. Ja, fix schon mal die Sachen recht schnell. Und das finde ich ja wieder gut. Muss da vorne hin. Muss da vorne hin, Freunde. Kann ich von hier oben nicht irgendwie was runterballern? Das heißt alles. YOLO! Yeah! Okay, das ist auch cool. Vielleicht mache ich auch gar nichts falsch. Vielleicht ist es auch einfach nur Fehlinformationen, die ich da gesehen habe und die gar nicht stimmten. Vielleicht auch das. Falsch machen. Holy shit. Das ist falsch. Ja, 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 ja. Ich mache das falsch. Ja, that sounds definitely not my, like me. Was? Angeckert? Du bist schuld, bitte beruhigen Sie sich. Ich kann gar nicht schuld sein. Ich kann gar nicht schuld sein, Freunde. Ach, angemeckert, warum denn? Kaputte Skulptur von Hogwarts? Kaputte Skulptur von Hogwarts? What do you mean? What do you mean? Ich hab echt gedacht, das Teil geht länger, ne? Kann ich eigentlich auch die Bäume damit hoch? Ach doch, müsste ja rein durch gehen. Wir haben ja vorhin von Baum zu Baum gemacht, never mind. Warum nicht ausprobieren? I know. I know that it works. Pretty damn awesome.
So, Freunde, jetzt sind wir gleich da. Boah, ich hoffe jetzt nicht, dass... Wir haben jetzt so schnell, Schlag auf Schlag, ja, Schlag auf Schlag, haben wir jetzt so viele Sachen gefunden. Ja, nicht, dass das Game gleich vorbei ist. Das wäre... Ey, hallo? Navi? Por favor? Warum dreht sich das die ganze Zeit? Ich bewege mich doch gar nicht. Nur rauf und runter, so kopftechnisch. Verwirrend. Wo du meintest, mach mal kaputt und bau sie... Ach so, ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Das stimmt. Das war aber auch lustig. Ja, aber es ist ja eigentlich immer, es ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn Entwickler schnell irgendwas fixen. Eigentlich immer ein gutes Zeichen, oder? Wouldn't you agree, guys? Wouldn't you agree? I would say yes. Definitely. Chris vertraut zu viel auf TikTok. Was heißt auf TikTok? Mein Ausprobiersinn ist dann sehr, sehr stark. Ja, ich könnte auch sagen, ja, okay, ich glaube das, aber mach's nicht, aber ich will es halt überprüfen, weil ich es halt vielleicht nicht zu 100% glaube. Schon mal darüber nachgedacht? Schon mal darüber nachgedacht, lieber Steffi. Maybe that's the truth. Maybe. Ich habe das Gefühl, dass ich hier falsch laufe, irgendwie. Ich brauche nur rauf und runter zu machen, meine Karte dreht sich. Warum? Oh Gott. Yippie! Ey, no! Oh no. Warte mal, ich muss das einsammeln. Ich möchte es nicht verschwenden. Wenn wir später wirklich nochmal eine Base bauen sollten, ja, dann möchte ich alles connected wissen mit Ziplines. Ja, everything. Muss mich da am besten gar nicht mehr bewegen, ja, nur von einer Zipline zur nächsten. That's my dream. Something like that. Von einer anderen. So. Ui. Ui, da, Alter. Wenn die ganze Zeit hier mit dem... Vor allem, wie lange hält der Akku vor dem Teil? Du hast es wirklich so solar, wie so ein Taschenrechner. Dass er etwas falsch macht, ich glaube, das ist beim Mann startmäßig nicht so toll, das zu sagen. Ich glaube, bei einem Mann ist es generell doof zu sagen, er hat irgendwas falsch gemacht. Ja. Man muss das liebevoll umschreiben. Ja, sowas wie, ey, du bist ein Idiot. Nein, oder, keine Ahnung. Vielleicht steht gerade Saturn nur im falschen Winkel zum Mars, deswegen hat es nicht funktioniert, sowas. Bei der Frau ist es auch nicht produktiv, siehst du. Dann ist es generell doof. Menschen haben immer gerne recht und liegen richtig und generell überhaupt. Sind Synonyme, richtig liegen und recht haben. Naja, mach Bescheid. Ah. Ich hab super wenig Ausdauer, ne? Na, okay. Ja, die haben mich wahrscheinlich auch schon vermisst. Ich sehe ja schon kommen. Die haben mich auch schon vermisst. Ich bin schon wieder am Rumgrölen hier. Weil die Sonne vom... Bitte beruhigen Sie sich. Ein großer Turm in der Nähe. Der Map und mit Richtung auch ein Turm. Ne, Reisesystem. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das Thema ist halt, dass es einfach nicht ganz so weit geht. Das heißt, du müsstest die Türme schon verhältnismäßig nah beieinander machen. Ich glaube, das wird das Problem sein. Ja, dann hast du im Prinzip die ganze Map zugepflastert mit Türmchen. Aber du wirst halt schneller kommen. Ich meine, du wirst zwar, keine Ahnung, Jahre brauchen, was du alles zu bauen. Aber wenn du dann nach diesen Jahren und nach diesem Erbauen der Türmchen und das Connect mit den Seilrutschen, Seilbahnen, Seil-Ziplines, dann alles bewerkstelligt hast, wenn du dann noch Bock hast zu spielen, dann hast du Schnellreisemöglichkeit. Aber im Normalfall wird wahrscheinlich jeder schon bei der Hälfte sagen, kein Bock mehr. Ja, Lust mehr. I don't wanna play anymore. Ah, hier. Okay. Let's buddel. Let's buddel, Freunde. Und danke für den TikTok. Dankeschön. So. Wobei ich da sagen muss, wenn ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, dann kann ich das auch eingestehen.
Aber dafür muss ich es halt auch wissen. Ja. Oder es muss halt auch ein Fehler vorliegen. Ja, nur so könnte eventuell ein Fehler sein. Das lasse ich nicht durchgehen. Das lasse ich nicht durchgehen. Da liege ich dann automatisch im Recht. Liege so lange im Recht, bis das effektive Gegenteil bewiesen ist. So oder so ähnlich. Das klingt auch schon mal nicht schlecht, yes. Ich finde, also wie gesagt, wenn es halt wirklich dann stimmt, dann kann man auch ruhig sein Unrecht zugeben. So ist das nicht. So ist das nicht. Aber es passiert halt Gott sei Dank selten. Passiert halt Gott sei Dank selten. That's at least something. Mal buddel ich hier. Ich buddel schon wieder falsch, ne? Okay, jetzt habe ich es gerade zugegeben, Freunde. Seht ihr? Ich habe gerade falsch gebuddelt. Ich wollte schon wieder das Weiße ausbuddeln, obwohl ich eigentlich das Braune ausbuddeln muss. Und nein, das sind keine hinterbliebenen Kothäufchen hier. Ich meine jetzt die Tür hier. Lukentür. Luken. Doch, Tür. Direkt bewiesen, oder? Direkt bewiesen, dass ich Fehler zugeben kann. Da Bescheid. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben. So, kann ich das jetzt aufmachen? Ne, ich muss noch ein bisschen weiter buddeln. Vor allem sowas, achso. Sag ich so, glaub nicht alles. Das sowieso nicht, das sowieso nicht. Ich glaub nicht immer mehr alles, was im Fernsehen so kommt. Ich meine, da kommt auch schon genug Shit. Maintenance C. Warte mal, haben wir schon... Ah, ich glaube A hatten wir tatsächlich. Hat man schon B? Der wird uns sagen, nee, hattet ihr noch nicht oder hattest du noch nicht. Aber ich lass dich mal alleine. Tschüss. Hello there. Aber hier könntest du ja wieder guten Stuff geben, oder? Aber das ist ja einfach nur so ein Wartungstunnel. Oder so eine Wartungsarea. Er hat einen Revolver. Er hat einen fucking... Okay. Hey. Du bist schon ein krasser Dude, mein Freund. Du bist schon ein richtig krasser Dude. Ich hätte halt super gerne irgendwie meine Batterie mal wieder, ey. So eine kleine, klitzekleine Batterie. Die Batterie in Ehren kann doch keiner verwehren. Energieriegel, ja, wenn ich das mal zu einer Batterie machen könnte. Bitte was? Ach, das war... Hab ich die gerade verschoben? Fuck. Oh. Fernseh, was ist das? Ja, mittlerweile, wie gesagt, schon ewig nicht mehr geguckt. Schon ewig nicht mehr geguckt. Deswegen, wenn irgendwie die Welt untergehen sollte, das würden die nur im Fernsehen verkünden, ich würde es nicht mal mitbekommen. Ich würde es nicht mal mitbekommen. Ja. Das ist halt das Gute. Oder nicht Gute. Na doch, eigentlich schon eher Gute. Will man wissen, dass es zu Ende geht, oder sagt sie lieber so, nö. Möchte lieber, dass es mich unerwartet trifft. Dann noch lieber unerwartet, oder? Wow, hier sollten Wohnungen gebaut werden? Ja, das war halt auch nicht fertig, ne? Yeah, sorry, my friend. Nicht die kaputt machen, nö. Ja, aber hey, wir haben hier zumindest einen Revolver gefunden. Ist also nicht komplett useless. Aber hier sollte noch mal eine Wohnung entstehen. Aber ist leider nie fertig geworden. Was ist das für Geräusche? Will die mitnehmen? Ah, okay, der war meint hiervon. Ja, ging noch schnell. Nee, ich würde es nicht wissen wollen. Ja, siehst du. Da sind wir doch schon mal zwei. Zwei sind wir da. Zwei. Ja. In Worten zwei. Ja, wieder nach oben. So, das haben wir abgeklappert, Freunde. Sweet. Das heißt, wir müssen jetzt da hin. Ich glaube, das tat ich da, dass da die Doppeltür war. Ich glaube, es war irgendwo Strandnähe. Bin ich ganz sicher, aber ich meine schon. Meine schon. Aber wir haben... Ich hätte jetzt doch ganz, ganz gerne mal wieder eine Batterie. Ja, einfach weil...
Ja, genau. Einfach weil Taschenlampe halt besser damit funktioniert. Und mit Taschenlampe kann man ein bisschen mehr sehen. Es ist zwar jetzt nicht super duper mega mäßig mehr, aber zumindest etwas. Und das reicht mir vorerst. Und es wird schon wieder dunkel wie Sau. Ist nicht gut, auch wenn es nicht toll ist, was da alles passiert aktuell. Ja, aber was bringt's dir effektiv? That's the question. Was bringt's dir? Ja, ich meine, gut, als Corona war, wäre es ein bisschen doof gewesen, wenn man die ganzen Regelungen nicht hätte mitbekommen, aber das ging ja so viral, dass da musst du nicht mal einen Fernseher haben, dass du davon mitbekommst. Ja, du bist dann schon draußen blöd angeguckt, wenn du mal irgendwie dann die Maske vergessen hättest, weil es einfach nicht gewusst hast. Aber was genau müsste man denn jetzt wissen? Ja, was effektiv für einen selbst wichtig ist? Das ist die Frage. Und gemeinsam ahnungslos in den Untergang starten. Yeah. Sounds good. Sounds very good. So, kurz nochmal speichern. Mindestens mal. Nee, stopp. Erstmal Tag werden lassen und dann speichern. Oder wir speichern direkt, weil hier irgendwo Gegner sind. Sweet. Dankeschön dafür. Dann packe ich es mal kurz wieder ein. Erstmal wieder einstecken, Freunde. Erstmal wieder einstecken. Oh, warte mal, hier haben wir was zum Buddeln. Buddel, buddel. Buddel, buddel. Buddel, buddel. Buddelt der jetzt automatisch? Ah, perfekt. Na, keine Batterien, Freunde. Keine Batterien, Freunde. Schade. Schade, schade, schade. Wahnsinn, aber der Großteil der Nachrichten helfen einem nicht weiter. Sorgen für Angst und doofes Glaube. Ja, ist halt wirklich so, ne? Aber ich frage mich halt jetzt gerade, was jetzt relevant wäre. Das mit Corona, mit den Maßnahmen, die man einhalten muss, sonst wird man bestraft. So von wegen Maske und Co. Das von mir aus, ja, weil es halt einfach doof gewesen wäre. Ja, Unwissenheit schützt davor Strafe nicht. Aber ansonsten, weiß ich nicht. Ja, aber das mit den Regelungen, das geht halt so schnell rund. Ja, also irgendjemand wird dir das definitiv weitergeben. Gehe ich stark von aus. Gehe ich echt stark von aus. Hä? Ah, hier. Es wäre Licht. Dankeschön. Ich will dich wieder mitnehmen. Geschieden. Ist ja geschieden mit der Dingens. Holy shit, okay, never mind. Aber das ist halt auch nur so ein bisschen, okay, es ist lustig, also was ist lustig zu wissen, aber es ist halt interessant, nützlich, ist anders. Ja, Meghan Markle hieß sie ja. Kannte ich noch von Suits. Wer kennt die Serie Suits? Suits? Suits, Suits? Kurz versuppeln, Freunde. Nee, war nur ein Beispiel. Aber stimmt's jetzt oder stimmt's jetzt nicht? Ein Beispiel. Oh boy. So. Noch was zuppeln? Noch was zuppeln. Anhand von Corona habe ich gemerkt, wie die Regierung versucht, die Menschen unter Kontrolle zu halten. Das sowieso. Das sowieso. Das war schon immer so. Das war schon immer so. Das ist nicht erst seit Corona so. Das ist Fakt. Ja. Wenn man das Volk nicht ablenken kann, dann schürt man einfach Angst. Das ist einfach Fakt. Das ist aber auch kein Ding der Neuzeit. Das ist schon immer so gewesen. Das ist schon immer so gewesen. Ja, würde mich nicht wundern, wenn diese ganze Corona-Thematik effektiv wirklich deswegen aufgekeimt ist oder so krass viral gegangen ist, in Anführungsstrichen. Ja, man muss es ja leider schon so ein bisschen so betiteln. Weil wahrscheinlich wieder ein paar Unternehmen Geld bekommen sollten. Ja. Möchte gar nicht wissen, wie viele neue Millionäre mittlerweile entstanden sind, nur durch die ganzen Desinfektionsmittel, Mittel, die dann verkauft wurden, durch die ganzen Masken, die verkauft wurden, durch die ganzen Corona-Tests, die verkauft wurden, natürlich dann auch durch die ganzen Impfungen, die verkauft wurden. Alter Schwede. Heidenei. Ja. Weil effektiv, ja, Corona, schlimm, weil auch Menschen dann sterben.
Aber wie viele Krankheiten haben wir denn, wo jetzt schon sogar mehr Menschen dran sterben? Ja. Mal ganz davon ab, jetzt ist ja Maskenpflicht und Co. ist ja jetzt hinüber. Was ist denn jetzt effektiv Sache? Ist jetzt Corona weg oder sind jetzt genug geimpft worden? Ist das jetzt schon alles so, wie sich die Regierung das so gedacht hat? Gut, aber komplett würde ich mich nicht abkapseln. Ja, nee, komplett abkapseln wäre ja, dass du im Prinzip gar nichts mitbekommst, ja? Ich sage ja bloß, dass ich im Prinzip keinen Fernseher großartig gucke und die Nachrichten da nicht konsumiere, weil auch bei ARD, ZDF alles nicht mehr, war wahrscheinlich nie wirklich freie Berichterstattung, ja? Auch, wie gesagt, bei ARD und ZDF nicht. Deswegen, das ist... Ja, es ist immer der böse Russ und der gute Ami als Beispiel, ja, in den Nachrichten. Ja, das ist jetzt nur mal so ein grobes Beispiel. Dementsprechend kommt immer darauf an, wer jetzt gerade gut Freund ist, ja. Ja, ich komme hier rein. Nice. Nice, Freunde. Wobei, ist das wirklich so nice? Naja, werden wir gleich rausfinden, ob das so nice ist. Wobei, soll ich vielleicht nochmal speichern? Komm, ich speichere nochmal. Haben wir noch ein bisschen. Kann ich direkt hier in den Weg rein? Na, vielleicht hier vorne erst so. Okay, hast mich überredet. Ich mach's hier hin irgendwo. Hallo. Dankeschön. So, und hoch. Na, Sachen, die wirklich relevant sind, auch für uns relevant sind, die werden sowieso rund gehen. Ja, da braucht man aber keine Nachrichten für. Da reicht im Prinzip schon aus, wenn man sich morgens duscht und ein bisschen Radio anhat, dann hört man es meistens da schon. Ich meine, gut, das sind natürlich auch in gewisser Hinsicht Nachrichten, aber ich mache das Radio jetzt nicht an wegen der Nachrichten, sondern eigentlich wegen der Musik. Ja, dass ich so ein bisschen beim Duschen Musik habe. But that's a total different topic. Warum ist das hier am Lecken? Warum? Hat die ganze Zeit wunderbar funktioniert? Warum jetzt nicht? Was passiert jetzt hier? Du duschst? Ich sag mal so, ich stell mich drunter, mach für 2 Sekunden an und dann sofort wieder weg. Ja. Will ja kein Wasser verschwenden. Und Heidi, die echte auch, die ja wunderschön. Guten Tag, schön, dass du auch da bist. Ich hoffe, du hast bisher einen schönen Sonntag. Würde mich freuen. So. Oh, warte mal, hier muss ich tauchen. Dann gehen wir jetzt hier rein. Glaube ich. Vielleicht finden wir ja hier nochmal irgendwo ein paar Batterien. Ja, vielleicht hat er ja noch so eine Dame ein paar Batterien übrig gehabt. Oder eben auch einfach nicht. Oder eben auch einfach nicht. Naja, wobei hier geht es ja noch mit der Helligkeit. So, Wasser, ja. Also wenn ich unter Dusche stehe, Freunde, bin ich mehr damit beschäftigt, dem Wasser auszuweichen, als alles andere. Wichtig. Oh! Wer sollte diese Szenerie genauso angeordnet haben? Eine Falle! Okay, never mind. Ja, hatte ich und du so. Sehr erfolgreich so far in The Forest. Ja, wir haben schon krasse Sachen gefunden, obwohl ich anfänglich dachte, okay, ich finde mich gar nicht zurecht. But I was wrong. Und auch da schon wieder, ich kann durchaus meine Fehler eingestehen. Ja, anfänglich habe ich gesagt, ich finde dort nichts. Aber eigentlich war ich richtig krass, habe super viel gefunden. Mensch. Kann man Fehler eingestehen, dass ich an meiner Krassheit gezweifelt habe. Aber gut, passiert. Es passiert, Freunde. Oh boy. So, wo sind wir denn hier? Hä? Wet floor, please do not run. Sind hier keine Gegner? Ist das hier eine Galerie? Überall Blut, ne? Wer das mal alles rauswaschen soll. Also will ich wissen, was passiert wäre, wenn ich ohne Impfung so viel, sag ich mal dazu, ich habe Lungenflügel weniger. Daher bin ich da empfindlich. Ja, das ist durchaus richtig. Ich hatte auch eine Lungenembolie, sogar in beiden Lungenflügeln. Wäre wahrscheinlich auch für mich nicht so geil gewesen.
Aber es gibt halt, ich glaube, eine normale Grippe wäre da schon doof gewesen. Ja, und die normale Grippe ist auch jetzt noch da und trotzdem trägt im Prinzip nur die wenigsten Masken. Genauso wie vorher. That's the thing, you know. Mal ganz klar, ob es trotzdem auch Lungenentzündungen gibt und Co. Wie viele Leute hören beim Duschen Musik? Also ich sag mal so, ich finde Musik hören besser, als wenn ich einfach ein Porno laufen lasse. Immer so ein bisschen awkward. Ein bisschen. Klein bisschen. Ui, liebe Schaukel. Ne, war ein Spaß. Beruhigen Sie sich. Habt ihr schwache Lungen? Ja, das ist doof. Das ist doof. Boah, das sieht richtig schön aus, ne? Sag mal, was wollt ihr mit dem Spiel erreichen, dass man hier irgendwie neidisch wird? Habt ihr gut gemacht. Ja, habt ihr erreicht. Ich speichere nochmal zwischen. Habt ihr gut gemacht. Hatte ich als kleines Kind viel, siehst du? Siehst du? Da meinst du Bescheid. Crosses burn demons. Sollte das wirklich helfen? Crosses burn demons. Ich mach's mal auf 6, mal gucken, was passiert. Ich glaube, es ist nur so rum, Freunde. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Hä? Ich hör doch gerade irgendwas. Hä? Hä? Ist das ja aufgenommen oder ist hier hinter was? Nö, ich habe glaube ich das aufgenommen. Never mind. Während man duscht ist okay, aber nicht unter der Dusche. Du hast so einen Lautsprecher. Wieso? Ein Handy hat auch Lautsprecher. Oder meinst du, dass es einfach zu kacke ist, das anzuhören damit? Ich muss sagen, ich habe mich bisher nicht großartig beschweren können. Ich meine, klar, es ist jetzt nicht so geil wie eine Heimkinoanlage. Klare Sache, aber ist kurzweilige Duschen. Geht das doch voll klar. Na, jeder doch voll klar. Ja, und Leo, willkommen zurück. Hallo, hallo, hallo. Nein, du nimmst nicht das Handy mit unter die... Ach so, nee, nicht unter die Dusche. Nee, nee, das lege ich auf die Armatur irgendwo, keine Ahnung. Ja, irgendwo anders hin. Ja, klar, unter der Dusche ist natürlich doof. Ja, das würde ich noch nicht mal machen, wenn mein Handy wasserdicht wäre. Mal ganz davon ab. Hier, fahre in die Hölle. What? Hier ist noch eine Schrotflinte? Wie viel kann man denn davon finden? Jetzt mal hier alle Stühle weg. Alright. Ja, hier haben wir die Schrotflinte, Freunde. Kann ich aber nicht mitnehmen. Am Waschbecken und ist mir... mit dem wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher verbunden, der in der Dusche lenkt. Ja, nee, sowas habe ich zum Beispiel gar nicht. Aber brauche ich nicht, mein Handy ist ja laut genug. Es geht ja bloß, dass es nicht komplett still ist. Darum geht es mir so ein bisschen. Buch, gerettet, collected. Nice. I guess. Krass. Krass, wie die hier wohnen, ne? Das muss ich aber kurz, was kann ich auch mitnehmen? Oh, Schlafanzug. Nice, jetzt ziehe ich nachher erstmal den Calvin an. Jetzt frage ich mich, was er da so hört. Was jetzt unter der Dusche? Ding Dong Neu. Yeah, nice. Nice, nice, nice. Die Holographic Tree. Ja, warte mal, hier war ich jetzt schon, ne? Hier war ich jetzt schon. Und das hat er mit der Katana so richtig geil gemacht. Na, jetzt bin ich hier, versuche hier extra gründig zu sein. Weil da ist sie noch nicht mal hier. Bin mir echt gespannt, ob das Kreuz echt hilft, ne? Wahrscheinlich eher nein. Wahrscheinlich denkt sich dann jeder Gegner einfach nur so, Alter, bist du ein bisschen doof? Was sind denn...
Sind das nicht Ballettschüchen? Ist es das Zimmer von... Ist das das Zimmer von... Ja, Virginia dann? Ballettschüchen? Ballett? Ballett? Freunde? Ballett? Was ist hier für ein kranker Scheiß passiert? Ein kranker Scheiß. Warte mal, wo war... Mal hier. Wo weiken jetzt hier schon überall? Mal hier geht's wieder noch... What the fuck? Ne, ich glaube, hier waren wir definitiv schon mit dem Hasen. The question is... Gab es da noch mal einen anderen Weg? Ich schaue noch kurz mal nach. Aber ich glaube, von hier kam man generell rein, ne? Rein? Wobei, hier geht's auch noch mal weiter. Ah, wobei, auch nicht. Never mind. Ich dachte, ich könnte auch noch mal hier lang. Ja, da müssen wir noch mal kurz hier runter. Weil ich gehe nicht davon aus, dass das Einzige, was wir hier finden, eine Pumpkin ist, die wir eventuell schon haben könnten. Ich glaube, there's more. Ich habe gerade leichte South Park-Erinnerung. Ach, South Park ist auch geil. South Park ist einfach hammergeil, Freunde. Ja, die ganzen Priester, die sich so schön um die Kinder kümmern. Huh. Warte mal, stopp. Da bin ich ja lang gemacht. Warte mal, hier war ich dann, glaube ich, noch nicht, oder? War ich hier jetzt schon? Nee, hier war ich definitiv schon. What the fuck? Ach, Freunde. Freunde. Von da kamen wir, das heißt, wir gehen nochmal hier lang. Dann war ich hier scheinbar nicht gründlich genug. Sehen wir nochmal die Spa-Area. Hier mal wieder ein bisschen Musik, zumindest das. Ja, aber sind wir jetzt effektiv schon schlauer, was jetzt hier passiert ist? Also effektiv, wie gesagt, scheinen hier irgendwelche Ausgrabungen passiert zu sein. Gleichzeitig irgendwie hier so ein Bau von irgendeiner Spa-Anlage oder irgendwie so ein Luxus-Center. Something like that. Kann ich ja nicht aufmachen. Alter. Luxus pur, Freunde. Luxus pur. Wo war ich hier schon drin? Doch, hier war ich auch schon drin. Boah, was? Das ist meine Badewanne, ne? Da kann selbst jemand mit meiner Größe 1,92 easy peasy reinlegen und denkt sich so, ach Mensch, guck mal. Nice. Ja, aber die standardmäßigen Badewanne, da denkst du auch nur so, Alter. Siehst du aus wie so ein Affe auf dem Schleifstein. Irgendwie so. Warum? Ey, das ist doch noch Fleisch. Warum kann ich es nicht mitnehmen? What? I wanna take it. Ja. So ein großer Fernseher wäre auch in Ordnung, oder? Da passe ich zweimal rein. Vielleicht sogar noch ein, zwei Mal häufiger, man weiß es nicht. Aber sollte es hier echt nur die Schrotze gegeben haben, die ich ja vor allem auch schon habe? Ich kann es mal kurz kombinieren. Wir haben hier nochmal Kombinationsmöglichkeiten, oder? Hä? Hier war doch irgendwas für die Schrotze. War hier irgendwas für die Schrotze dabei? Ach, hier. Oh, jetzt bin ich gespannt. Muss ich. Warte mal. Wenn das so funktioniert. Ah ne, das ist der Laseraufsatz, ne? Warte mal. Kann ich eventuell auch einfach die Taschenlampe drauf jetzt packen? Oh ja, warte mal. Ist das die Taschenlampe? Taschenlampen. Okay, warte mal. Ich weiß nicht, ob ich dafür die dann noch Dingens brauche. Batterien. Okay, so viel nochmal nicht. Habe ich die nirgendwo auf den Shortcut gelegt? Mal gucken. Nö, natürlich nicht. Warum auch?
Wobei, so ist ganz gut, oder? Scheint auch keine Dingens für zu brauchen. Ja, easy. Easy, Freunde. Jetzt haben wir nochmal ein zusätzliches Licht. Nice. So mag ich das. Aber es bringt uns hier trotzdem noch nicht weiter, ne? Also irgendwie sehr, sehr seltsam. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas übersehen hätte. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendetwas übersehen hätte. Ja, der ganze Bunker ist definitiv nice. Was hast du gesagt? Ach so, wahrscheinlich sogar vielleicht so häufiger, dass du reinpassen würdest. Weil es war ja wirklich ein Riesenteil. Das war ja schon ähnlich wie bei Resident Evil 8 von der Dimitrescu schon fast so ein... Ja, wobei ich glaube, das vorher Dimitrescu war sogar tatsächlich kleiner. Ich glaube, hier finde ich vielleicht noch irgendwas drin. Was ist dahinter? Ich habe das Gefühl, dass das Zimmer vorne Dingens ist, ne? Okay, wir gehen mal wieder nach oben. Einen Anlaufpunkt haben wir ja noch. Einen Anlaufpunkt haben wir ja noch. Weil ich wüsste jetzt gerade nicht, was jetzt hier sonst noch großartig ist. Weil sind das auch so ein bisschen die persönlichen Gemächer von den Paftens? Könnte durchaus möglich sein. Weil die wollen ja bestimmt auch ein bisschen Luxus als mehrfache Milliardäre. Könnte man sich sehr, sehr gut vorstellen. Dann brauchen wir zumindest auch keine Batterien gerade, weil das scheint ja for free zu sein. Vor allem irgendwie ist die auch ein bisschen, ich finde die ein bisschen krasser, oder? Ein bisschen besser, kann es wirklich sein? Also dieses Aufsatz. Nicht verkehrt. Definitely not. Okay, hier komme ich nicht weiter. Okay, da geht's wieder raus, nach oben geht's auch nicht. Oh Gott, hier leckt's wieder ein bisschen. Okay, dann speichern wir nochmal. So, wir sind wieder draußen. So, jetzt müssen wir mal wieder Navi nehmen. Und zwar in die Richtung. Da oben haben wir noch eine Sache. In der Theorie. Also wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, haben wir da oben noch eine Sache, die wir noch mal gucken können. Bin gespannt. Du weißt doch gar nicht, wie groß ich bin. Also wenn du so schon abschätzt, dass du da zweimal reinpasst. Und Frauen generell recht schlecht sind, was Längenangaben sind. Nee, stopp. Frauen waren das mit der Zeitangabe, ne? Männer waren das mit der Längenangabe. Okay, ich glaube, ich nehme alles zurück, überhaupt das Gegenteil. Wie lange bist du heute noch live? Boah, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich gucke jetzt definitiv noch, was da hinten drin ist und dann schauen wir mal weiter, ja? Je nachdem, ob mich das befriedigt, geht es vielleicht noch ein bisschen länger, vielleicht auch nicht. I don't know. I don't know. Ja, und sprich weiter. Ja, warum denn nicht? Weil die Wanne ja schon sehr, sehr groß ist. Und vor allem... Ich gehe davon aus, man kann sich ja auch noch an der Seite so ein bisschen da rein pflanzen. Ja, ähnlich wie in so einem Jacuzzi, weißt du? That's it. That's it, basically. So, Freunde. Ich fühle mich jetzt schon einigermaßen gut ausgestattet. Oder? Was sagt ihr? Fühlt sich gut an oder eher nicht so? Weiß ich nicht, muss ich nackt gesehen haben. Wobei, ist jetzt gerade die Taschenlampe an? Ja, doch, müsste an sein, ne? Wobei hier draußen, jetzt müssen wir hier bei den Schatten-Areas, bei den Licht-Areas sieht man es eh nicht. Also, ich müsste mal halt wirklich mal in der Nacht gucken, ne? Wie geht's, Calvin? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich dir leider nicht beantworten kann. Excuse me. Dankeschön. Puh. So, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Kannst du mal aus dem Weg gehen? Das wäre so okay. Vor allem, warum stellt sich mein Navi, beziehungsweise mein GPS immer wieder um? Wir sind schon bei Tag 21, Freunde. Okay. Mach's Bescheid. Tag 21. Er ist bei Virginia. Gut aufgehoben, denke ich. Na, vielleicht. Maybe. Ja, vielleicht will sie ja mal seinen Fisch buttern, den er so fängt. I don't know. I don't know.
bisschen den Fisch futtern. Man kennt's. Weil jetzt krieg ich die ganze Zeit hier von Essen, ne? Dann kriegt man da wieder leicht ein bisschen Hunger, ne? Ganz bisschen. Buddeln. Buddeln. Buddeln, 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 buddeln. Oh, und dann gibt's da nur ein bisschen Seile drin. Also ich finde die übelsten Treasure-Sachen, aber nö. Excuse me. Treasure. That is what you are. Yo! Ist er? Hier, Dominanz! Dominanz, guck's dir an! Noch mehr Dominanz! Ich glaube, der ist eh schon tot, oder? Ja, sieht schon tot aus. Never mind! Warte mal, wo ist? Wo ist dein Beinchen? Habe ich das jetzt aufgenommen? Hä? Wo ist das Beinchen hin? Ey, Dude! Oh, ja, super. So, jetzt. Versuchen wir es nochmal. Alter, Chris, was denn? What can I do for you? Freunde, hier wird alles verwertet, ja? Alles wird hier verwertet. Sofern hier auch alles abzuschneiden geht. Ey, wo schmeißt du denn immer die Hände hin? Bist du Jack? Wo hast du das gute Fleisch? Fuck off. So, jetzt kann man hier nochmal fertig buddeln. Okay. Excuse me! Ist das? Seht ihr das? Okay, fuck aufs Grab. Alter, komm her, du! Fleisch! Oh, guck mal, der hat nochmal eine Handtaschen fallen gelassen. Naja, komm. Lass mich einfach mal liegen. Achso, Fischbutan. Achso. Ich dachte jetzt irgendwas Schlimmes. Ich dachte jetzt irgendetwas Schlimmes, liebe Steffi. Aber Fischbutan ist doch voll normal. Voll in Ordnung. Oder? So. Jetzt können wir von mir aus hinzufügen bei den Stream Commands. Ja, wenn ihr mal Ausrufezeichen. Oh, es wäre noch mit kein Parler, ne? Ausrufezeichen kein Parler. Leerzeichen 2 bis 14 oder sowas. War es nicht so? Yes. Wir nehmen jetzt mal die Hände in die Hand. Yes, yes, yes. Falls ihr euch fragt, wer ist kein Parler, das war. Das ist auch noch im Prinzip ein Spitzname für mich. Just by the way. Just by the way. Musst du, glaube ich, direkt dahinter machen, tatsächlich. Das musst du direkt dahinter machen. Ohne Leerzeichen. Aber sonst geht's, glaube ich, nicht. Only Vans, yes. Weißt du Bescheid? Nur die Only Vans. Das sind die coolen. Yeah, if you're brave enough, everything is a dildo. Das ist von 2019, ne? Das andere war von 2017. Damals sind wir das erste Mal auf die Idee gekommen, mal ein paar Zitate von mir dann eventuell im Nightbot festzuhalten. Ich verstehe. Sehr gut. Sehr gut. Wir verstehen. Ah. Vor allem haben wir da noch nicht mal alle reingebracht. Teilweise sind auch einfach welche unterm Radar geflogen. Ehrenmann, ja, auch das. Auch das eventuell. Eben das. Nee, musst du ohne Leerzeichen machen. Also zwischen Ausrufezeichen kein Parler und der 5.
ohne Leerzeichen, dann sollte es funktionieren, im besten Fall. Und falls ihr da was lesen solltet, was euch verstört, tut es mir schon mal im Vorhinein leid. I guess. Ich binde mir ganz gerne Tangas um den Kopf. Yes. Fragt nicht, Freunde. Fragt bitte nicht. Und danke für die GGs. Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Much appreciated. Ja, könnt ihr mal. Achso, erste Regel: Schmiert euch keine Kacke ins Gesicht. Egal von wem, yes. Auch das ganz wichtig. Ganz wichtig. Remember that. Remember that. Oha. Naja. Ja. Aber jetzt werdet ihr ein ganz anderes Bild von mir haben, habe ich das Gefühl. Ein ganz anderes Bild. Hallo? Was? Nee, hier war, glaube ich. War, glaube ich, nur so eine Pisselhöhle, ne? Effektiv nicht mal was Cooles drin war. Oder? Ich glaube, hier war nur eine Pisselhöhle. Oder? Nee, stopp, hier war nicht nur eine Pisselhöhle. Glaube ich. Ach nee, das war ja die Höhle, wo wir unten. Ah, okay, okay, okay. Hier können wir auch nochmal rein. Okay, sweet. Let's have a look then. Du bist niedlich, yes. Evan ist übrigens ein damaliger Mod von mir gewesen. Just by the way. Um mal kurz den Zusammenhang zu schließen. Dann bist du auch da. Hello! Warum hatte ich noch das GPS in der Hand? Bringt doch hier eh nichts. Und Mary, auch dir einen wunderschönen guten. Haben wir schon Abend? Na gut, noch nicht ganz, aber auch dir einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du auch da bist. Ich hoffe auch, du hast bisher einen schönen Sonntag. Bisschen spät dran, bin aber erst jetzt von meinem Lehrgang zurück. Ist alles gut, alles gut. Aber ich kann dich beruhigen. Du hast später, falls du Interesse hast, auf Twitch im Wort einen ganz langen Stream. Oh, hier mal Batterien, sehr schön. Den du dir dann noch angucken kannst. Ich verspreche dir, es sind durchaus sehr, sehr spannende Sachen passiert. Oh ja. Oh ja. Hä? Hat sie? Excuse me? Get down, son! Get down, son! Whoops. Yo, jetzt krieg ich wieder die Pizzle-Axt mit der anderen Hand dran. Läuft bei mir. Wollte ich schon sagen, wo ist meine Krasse? Na, wer möchte ein Stück? Ist hier noch dran. Oh Gott. Cutscene, Freunde. Das war schon eine Cutscene. Was sind das für Geräusche? Vor allem, warum haben die... Wir haben sich einfach gedacht, so, hey Mensch, wir lassen ihn einfach mal liegen. Die ganze Klamotte, die er hat, ja, so richtig krasses Gear, die lassen wir dem einfach mal. Moment! 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 I told you! Moment! Fuck the fuck off. So, kurz mal. Jetzt noch ein bisschen. Ey! Ey, schnibbel die Schnapp. What? Ich konnte einfach mal runter gucken. Nice. Nice. Wo sind wir jetzt überhaupt hier? What do we have here? Also schau mal. Oh, da ist schon wieder eine Waffe. Was? Preliminary findings. Our records show that more research will be needed. Guarding the artifact, cause a brief dimensional switch. Dimensional switch? Also ein dimensionaler
Halter? Fuck. Pistole. Das ist ganz cool eigentlich. Dann kann er nämlich eine Pistole kann man der Dingens geben, der Violet geben und die andere Pistole kann man selbst behalten. That's sweet, I guess. Einmal durch den Boden. Was? Gläschen läuft? Why not? Oh, guck mal, hier haben wir auch noch ganz viel Munition. Sweet. Weil ich glaube, ich den Revolver-Klasse besser finde. Klasse finde. Den finde ich klasse. Was ist da mit rein? Ach, Glitchen. Ja, gut. Das war jetzt aber unintended. Safe in Cube. Further studies show that our hypothesis may be correct and that the subjects in question are safe inside the cube. Excuse me? Excuse me! Also irgendwo ist ein Würfel oder raummäßige Sache, wo man dann drin sicher ist. Something maybe like that. Or something completely different. Who knows? Taschenlampenvorrichtung. Oh, guck mal, hier hat man so ein Ding jetzt hier. Hier, so eine Drohne. Mir fiel gerade das Wort nicht ein. Sorry. Drohne. Ich kann nicht mehr tragen. Wobei, kann ich nicht. Jetzt habe ich doch bitte ein bisschen Batterie, ne? Jetzt können wir mal kurz einmal schauen hier mit dem Teil. Die brauche ich ja jetzt gerade für nichts anderes. Das heißt. Mal das noch da rein, das noch da rein. Das ist nur zwei, ist halt ein bisschen doof, aber was willst du machen? So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, die Tech-Armor, doch. Ob die richtig krass ist oder eher nicht so. Wow. Sieht gar nicht mal so krass aus, oder? Sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Naja. Let's wear it, guys. Let's fucking wear it. Oh, nee, stopp, hä? Moment. Moment. So, guck mal, jetzt sind wir wieder fully armored. Habe ich hier noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, hier haben wir alles. Sehr schön. Weiter geht es. La 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 la. Oh, warte mal. Ja, meine, wie wäre das hier? Dann können wir zumindest auch ein bisschen was lesen. Alter, hier gibt es mehrere Sachen. Oder? Scientific Data. Department of Mathematics. Cube-like room. Possibly related. Ah, es geht hier wirklich um den Raum. I fucking knew it, guys. Fucking knew it. Haben wir sonst noch was? Nö. Nö, nö. Der Rest scheint nicht von Interesse zu sein. Und das weiß unser Protagonist. Deswegen hebt er nur die wichtigen Zettel auf. Oh, hi. Oh, das ist ein großer. Das ist vor allem ein ekelhafter. Alter, fuck die fuck off. Kannst du mal. Alter, Freunde, was ist los bei euch? Muss mal kurz an meinen taktischen Rückzug antreten. Moment, wir haben noch einen Revolver. Warum nehme ich den eigentlich nicht? Krassen Revolver mal nutzen. Habe ich da überhaupt Munition? Oh, erstmal angucken, ist wichtig. Erstmal angucken. Mustard? Kann man auch noch einen Raketenwerfer dran basteln? Nice! I should have known. I fucking should have known. Okay, jetzt komme ich hier noch ein bisschen. Ey! Ein bisschen wegschnibbeln. Schnibbeli-schnapp. Schnibbeli-schnapp ist der Schnippi ab. Freunde, wisst ihr Bescheid? So schnell kann's gehen. Hallo? Dankeschön. Sehr, sehr. Ey, du. Ey, dankeschön. So lange brauchen die hier einmal auszunehmen, ne?
Sehr gut. Sehr gut, Freunde.